Begrüßen und Sie alle herzlich willkommen heißen zum 7. Digitalk, dem Online-Diskussions- und Bildungsformat zu digitalen Themen im Rahmen von DigiProf auf Erwachsenenbildung.at. Mein Name ist Birgit Aschemann und ich darf diesen Talk, diese Podiumsdiskussion heute moderieren und bin eben für die Moderation zuständig. Digitalks und auch der gesamte Arbeitsbereich DigiProf im Rahmen von Erwachsenenbildung.at werden gefördert vom Bildungsministerium, dem ich dafür an dieser Stelle ganz herzlich danke. Außerdem ein ganz lieber Dank an den Technik-Support. Karin Kulmer, Sie haben sie schon gesehen, ist im Hintergrund dabei und wird unser Meeting unterstützen. Bevor wir so in das Thema eintauchen, erlauben Sie mir bitte noch ein paar organisatorische Hinweise. Dieser Talk wird ja veröffentlicht, aufgezeichnet und veröffentlicht auf Erwachsenenbildung.at, DigiProf, und mit der Teilnahme haben Sie dem ja auch schon zugestimmt und die Aufzeichnung läuft ja auch bereits. Ich möchte aber dazu sagen, dass der Chat und die Teilnehmerinnenliste nicht mit aufgezeichnet und nicht mit veröffentlicht haben. Also falls da jemand Sorge hatte diesbezüglich, dann ist die unbegründet. Noch ein wichtiger Punkt vorweg für alle die, die eine Teilnahmebestätigung zum Talk benötigen. Sie müssten bitte mit dem echten Namen bis zum Ende dabei sein und am Schluss auch einen Mini-Fragebogen ausfüllen, den wir dann einblenden. Ja, dann kann es eigentlich inhaltlich auch schon losgehen. Wir haben ja heute ein sehr, sehr spannendes Thema uns vorgenommen zu diskutieren und wir freuen uns, dass auch doch wirklich einige an diesem sonnigen Freitagnachmittag den Weg zu uns in dieses Webinar gefunden haben. Das spannende Thema lautet Communities of Practice in der Erwachsenenbildung. Wenn man mal so versucht, sich grob zu orientieren, was das denn überhaupt ist, dann könnte man meinen, Communities of Practice ist so eine Art informelle Zusammenschlüsse von Personen, die gewisse Ähnlichkeiten haben oder ähnliche Ziele haben. Also Communities of Practice sind unser Thema. In der Erwachsenenbildung stellen wir fest, dass zurzeit nach solchen Communities auch gefragt oder gesucht wird. Und daher greifen wir dieses Thema eben heute auf und wollen einfach schauen, was es dazu an neuen Erkenntnissen gibt und was wir hier von unseren Podiumsgästen auch erfahren können. Der Talk findet eben in Form einer Podiumsdiskussion statt, für alle, die das vielleicht noch nicht kennen. Funktioniert so, dass Sie ganz herzlich eingeladen sind, bitte mit zu chatten. Schreiben Sie im Chat alles, was Sie bewegt. Ich habe den Chat im Blick und ich werde das einmoderieren. Wir möchten Sie aber bitten, die Kamera nicht freizuschalten, sondern wirklich den Chat zu benutzen für die Kommunikation mit uns. Da geht nichts verloren. Den Chat haben wir verlässlich im Blick. Ja, dann komme ich schon dazu, die Podiumsgäste kurz vorzustellen, beziehungsweise bitte ich euch, euch selber vorzustellen. Ich blende dafür immer so eine kurze Steckbrieffolie ein und lade gleich dich, liebe Gabi, ein paar Worte zu deiner Person zu sagen. Bitte, Gabi. Ja, hallo, danke für die Einladung, dass ich da dabei sein darf bei diesem Digitalk. Mein Name ist Gabi Filzmoser, ich bin Geschäftsführerin der AG Bildungshäuser Österreich und im BIFEP auch für die Bildungsmanagement-Lehrgänge zuständig. Und ja, in der vergangenen Zeit habe ich halt speziell gemerkt, dass viele Erwachsenenbildnerinnen verstärkt noch so Lerngruppen irgendwie fragen, also wo sie sich beteiligen können. Und das war für mich ja ein Grund, da auch an die Birgit einmal heranzutreten und zu sagen, wäre doch einmal ein Digitalk zu diesem Thema interessant. Ja, also auch mein Motto hier auf der Folie. Ich spüre gerade, dass viele Erwachsenenbildnerinnen Lernräume suchen, wo sie auch das ausprobieren können, was sie jetzt so an digitalen Inhalten gehört haben in den vergangenen Monaten und Wochen. Vielen Dank, Gabi. Karl-Heinz, darf ich dich bitten, Karl-Heinz, dass du dich kurz vorstellst?
Ja, gerne. Ja, ich bin der Gründer der Corporate Learning Community, die jetzt seit 2007 in Deutschland begonnen, ja, gestartet ist und in der Zwischenzeit aber eine Riesen-Community ist. In der Schweiz und in Österreich haben wir auch Communities und es geht immer bei uns um das Lernen in Organisationen, also weg von den ganzen klassischen Bildungsorganisationen, wie können wir Lernen gestalten. Und wir sind unterwegs, praktisch diesen Lernraum für all die, die Lernen in Organisationen gestalten, als Community zu bilden, sodass man hier alles Mögliche ausprobiert, um selber den Mut zu haben, das dann in sein eigenes Unternehmen zu tragen. Aber vielleicht kommen wir später noch drauf. Also ja, sehr spannend ausgedrückt durch das Motto, gebt den Lernenden ihr Lernen zurück. Ja. Vielen Dank. Also mein Name ist Dominik Fröhlich und ich bin wahrscheinlich hier vor allem aus zwei Hintergründen. Das eine ist, dass ich Lehre mache in unterschiedlichen Kontexten, vor allem digitalen Kontexten. Also ich habe so meine zwei Online-Plattformen, zwei Kursplattformen, die ich betreibe und eben bin in der Hochschule sehr aktiv, in verschiedenen Hochschulen, wo ich in verschiedenen Communities eigentlich drin bin, die ich immer für meine Entwicklung sehr wichtig fand. Und das Zweite, das ist ein bisschen auch, was dieser Impulssatz hier aussagen soll. Ich bin auch Forscher für soziale Netzwerkanalyse. Das ist eigentlich so mein Hauptsteckenpferd. Und eigentlich ist diese Idee von sozialen Netzwerken und von Communities of Practice, glaube ich, sehr, sehr nah. Und da probiere ich vielleicht auch im Laufe der Diskussion ein paar Dinge einzuwerfen. Du machst uns schon auf diese Nähe zu den sozialen Netzwerken aufmerksam. Vielen Dank dafür. Und dann möchte ich schließlich dich, David, bitten, noch ein paar Worte zu deiner Person zu sagen, bitte. Lieber David. Ja, jetzt bin ich da. Meine Stummschaltung war noch nicht enthoben. Ja, also ich bin Erwachsenenbildner und Unternehmensberater und ja, bin irgendwie ganz, ganz fasziniert auch von den informellen Möglichkeiten des Weiterlernens, weil ich die auch ganz intensiv nutze und dabei viel mehr lerne als in Kursen. Also kommt natürlich auch immer auf den Kurs drauf an, aber jetzt insgesamt ist es so. Also sozusagen du als Profi und Lerner in sozialen Netzwerken, gell? So gleichzeitig dieser doppelte Zugang. Vielen Dank euch für diese erste Vorstellung. Jetzt würde mich auch natürlich interessieren, wer denn überhaupt bei uns ist, als Zuhörer und Mitchatter oder Zuhörerin, Mitchatterin. Und daher möchte ich jetzt noch mit zwei Fragen ans Publikum anschließen, bevor wir wirklich inhaltlich einsteigen. Die erste Frage, und da bitte ich unseren Technik-Support um die Freischaltung der ersten Umfrage, ist, wer Sie denn eigentlich sind im Hinblick auf Ihren beruflichen Hintergrund. Also in welchem Bereich sind denn Sie tätig? Ist es Erwachsenenbildung und wenn ja, eher Bildungsmanagement oder eher Kursleitung oder eher selbstständig in der Erwachsenenbildung? Oder sind Sie vielleicht Studierende oder in der Hochschullehre tätig oder unterrichten in der Schule oder finden sich unter Sonstiges wieder? Und da bitte ich jetzt wirklich alle mitzumachen. Ich sehe jetzt gerade, wir haben mal ein bisschen über, ah ja, jetzt haben wir eine hohe Beteiligung, ja, wunderbar, danke. Und ich glaube, bei dieser hohen Beteiligung über 90%, jetzt können wir auch schon mal die Umfrageergebnisse freigeben und einblenden, bitte darum. Genau. So schaut es also aus. Vielen Dank dafür. Und Sie haben da ja auch schon die zweite Frage entdeckt und beantwortet. Spannend, ja. Also wir haben jetzt in etwa die Hälfte, naja, na, also wir haben über 40% Kolleginnen aus dem Bildungsmanagement, über 40%, die selbstständig in der Erwachsenenbildung tätig sind, knapp 20% Sonstiges, ja. Wäre natürlich auch spannend, ja. Aber jedenfalls viel Bildungsmanagerinnen, viel selbstständige Trainer, Trainerinnen und
50% haben Erfahrung mit einer Community of Practice und weiteres Drittel kommt auf die Definition an. Ja? Vielleicht, ja, na, mehr als 50%, Entschuldigung, haben Erfahrung. 67% haben, na doch, 50% haben Erfahrung und zwar gute. Gute. Niemand hat gesagt, schlechte Erfahrung mit einer Community of Practice. Auch interessant. Aber ungefähr ein Drittel hat gesagt, das kommt auf die Definition an. Was ist denn eine Community of Practice? Ja, das ist eine spannende Frage. Und ich glaube, die ist wahrscheinlich auch gar nicht so leicht zu beantworten. Wahrscheinlich ist die Community of Practice etwas Vielgesichtiges, ja, oder kann was Unterschiedliches sein. Und da würde ich einfach euch gleich am Podium bitten, dass ihr einfach einmal aus Erfahrung berichtet, welche Communities of Practice kennt ihr oder was ist für euch eine Community of Practice? Das hat ja wahrscheinlich miteinander zu tun, welche man kennt und was für eine Community of Practice ist. Und ich weiß nicht, wer starten möchte, wer schon gleich was dazu sagen will. Und schau mal, sonst mache ich wieder alphabetisch, wenn ihr noch nicht in den Startlöchern seid am Podium. Ja, bitte, Dominik. Bitte. Mache ich mal den ersten Aufschlag hier. Also, wenn ich an Communities of Practice denke, dann denke ich das eigentlich sehr klein. Also, es muss jetzt nichts, absolut nichts Großes sein, aber vielleicht, um einfach ein paar Beispiele zu geben. Etwas, was ich vor circa einem Jahr mal gemacht habe, war, dass ich einfach internationale Leute gesucht habe, die sich für Lehre interessieren, für Hochschullehre war es in diesem Kontext spezifisch. Und da habe ich einfach mal ein, zwei Leute gefragt, die ich kenne. Und dann habe ich noch gefragt, ob die das noch an weitere ein, zwei, drei Personen weiterleiten können, die sie wiederum kennen, damit es nicht zu homogen ist, dieses Netzwerk letztendlich. Und dann waren wir einfach eine sehr kleine Gruppe von 7 Leuten mit der Idee, dass wir uns da alle ein paar Wochen einfach mal, also das war schon irgendwie klar natürlich und klare Struktur, dass wir uns da ab und zu sehen und einfach diskutieren, was sind so gängige Probleme oder derzeitige Probleme in der Lehre. Also es war war selbstinitiiert, war sehr, sehr klein, bewusst klein, also mehr als 8 Leute hätte, glaube ich, gar keinen Sinn gemacht. Mhm. Und das wäre für mich ein Beispiel, wie man in Communities of Practice denken kann, auch wenn es noch andere Möglichkeiten auch gibt. Mhm. Und darf ich nur nachfragen, also die waren sozusagen von dir bewusst ausgewählt und das waren dann auch eine geschlossene Gruppe oder wie war also das denn? Ist auf die jeden Fall ersten waren bewusst gewählt? Ja? Genau, ja. Es war auf jeden Fall eine geschlossene Gruppe, aber das Problem, das man eben hat, wenn das jetzt alles von mir ausgehen würde, dann ist das ja schon ziemlich in eine Richtung irgendwie gebiased. Ja. Also das möchte ich eigentlich vermeiden, deswegen ein, zwei Leute kennt man vielleicht, die da ganz gut reinpassen würden und die dann auch das Klima, die Kultur der Community of Practice ein bisschen definieren können oder helfen dabei, das zu definieren. Und dann, ja, ich glaube, es ist schon wichtig, da erstens mal weiterzugehen, also dass die Leute dann auch noch jemanden einladen können oder vielleicht auch dem Zufall eine gewisse Rolle zu erkennen. Das war jetzt in dem Fall nicht so gut möglich, weil wir eben, ja, wir wollten der Hochschullehrer sein und dann vielleicht ist es dann auch noch sehr fachabhängig, das heißt, Zufall wäre dann eine schlechte Auswahlmöglichkeit gewesen, aber wenn das Thema breiter ist, glaube ich, wäre das mit Zufall durchaus eine gute Möglichkeit. Mhm. Mhm. Okay, na, interessantes Beispiel, das würde man sich vielleicht gar nicht im ersten Moment erwarten. Ja, wer mag weitermachen? Gern Gabi, bitte. Ja, also ich sehe das Thema auch sehr breit eigentlich und ich habe mich jetzt theoretisch nicht damit auseinandergesetzt. Deswegen ist es wahrscheinlich für mich jetzt so breit. Ich sehe es in 2 Perspektiven. Also für meine eigenen Lernprozesse kenne ich immer die verschiedenen die Gruppen in den sozialen Medien, die eher kurz und unverbindlich sind und ja trotzdem spannend sein können. In der Praxis haben wir in der AG Bildungshäuser eine sehr gute Community unter den Qualitätsbeauftragten, wo man sich regelmäßig auch trifft und austauscht und Erfahrungen austauscht. Ein weiteres Beispiel war vielleicht auch noch unsere TIC-Lab-Gruppe, die wir im BIFAP haben, wo auch die Birgit und der David die Mitglied sind, wo wir uns regelmäßig treffen und eben auch Erfahrungen über digitales Lernen austauschen und selber ganz viel lernen, aber gleichzeitig auch für das BIFAP ein bisschen Support geben. Und ein viertes Beispiel möchte ich noch anführen. Ich bin gerade derzeit in Planung mit dem
mit dem Forum katholischer Erwachsenenbildung ein Entwicklungslabor zu entwickeln, wo wir eben gemeinsam Bildungsmanagerinnen und auch Lehrende eine Plattform bieten, wo sie alles, was sie so jetzt in den vergangenen Wochen gelernt haben, auch einmal ausprobieren können. Also richtig so Laborcharakter haben soll. Mhm. Aber da habe ich noch keine Erfahrungen, das haben wir gerade am Ausprobieren. Also auch sehr unterschiedliche Beispiele eigentlich, gell? Genau. Danke dir, Gabi. David, ich glaube, du hast vorher ein Signal gegeben, dass du was vorstellen wolltest, auch an Beispielen oder Idee dazu? Ja, genau. Also ich glaube, das Wichtige ist, wirklich zu sehen, wir sind alle ständig Lernende. Und ich glaube, diese Idee, die kann man auch sehr gut Kursteilnehmenden auch weitervermitteln. Und ich habe kürzlich gesehen, irgendwie bei Gabi auf Facebook eine Folie war dort eingeblendet und mit Produktentwicklung und so, also irgendwie, ich weiß nicht, der Produkt für ein Kurs kann man irgendwie, oder für ein Bildungsangebot kann man natürlich, ist eine andere Diskussion. Aber da stand auch irgendwie mit dabei Service. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist eigentlich eine gute Idee, Service könnte auch bedeuten, dass man Lernende in irgendwelchen Bildungsangeboten dann auch weiterverweist auf Communities of Practice, wo sie dann aber auch zu Peers natürlich werden. Also ich hole die dann rein in dieselben Communities, in denen ich bin und lerne, und dann lernen wir auf einer Ebene gemeinsam weiter, ganz, ganz informell, und dann ist das einfach deutlich mehr, als, also ich hinterlasse nach einem Kurs meine PowerPoint-Präsentation und eine Linkliste und so, und dann ist das irgendwie fertig, sondern ich nehme die mit in eine lebendige Community, wo alles Mögliche noch unter Umständen passieren kann. Das erinnert mich, danke David, das erinnert mich so ein bisschen an das, was wir versucht haben am Ende des EPMOOC Plus in der letzten Einheit zu sagen, da gibt es eine Community, die tauschen sie aus, da würdet ihr Win finden, wenn ihr jetzt weitermachen wollt untereinander, also so diese Idee auch, genau, danke. Jetzt darf ich dich, Karl-Heinz, jetzt frage ich dich sozusagen offensiv danach, weil ich weiß, dass du ein bisschen kontrastierende auch Erfahrungen und Ideen hast dazu, und möchte bitten, diese auch vorzustellen. Ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich für uns, ja. Ja, ich habe selber immer geglaubt, die Corporate Learning Community sei eine Community und Community of Practice. Und dann war ich so, ich glaube, 3-4 Jahre ist es her, mal beim Community Camp, und da hat jemand den Community Canvas vorgestellt. Naja, und dann habe ich gedacht, naja, jetzt füll den doch mal aus für die Corporate Learning Community. Und spätestens da habe ich gemerkt, ey, irgendwas stimmt nicht, wir passen da gar nicht so richtig rein. Also die Corporate Learning Community ist ein Netzwerk und keine Community. Und ich habe dabei gelernt, eine Community of Practice ist etwas, was so wie ein Projekt zu sehen ist. Da schließen sich Leute zusammen, die ein bestimmtes gemeinsames Ziel haben. Und wenn das Ziel erreicht ist, können die sich wieder auflösen. So, und das ist nicht die Absicht der Corporate Learning Community. Die Corporate Learning Community ist ein Netzwerk, wo man voneinander lernen kann. Und wir haben so ein ganz grobes gemeinsames Ziel. Also wir wollen Lernen viel mehr in Richtung selbstgesteuertes Lernen bewegen. Aber das ist nicht so, dass man irgendwann sagen könnte, so jetzt haben wir das Ziel erreicht. Also es ist keine Organisation, die auf dieses Ziel hinarbeitet. Und trotzdem, jeder Einzelne hat ganz andere Ziele und kann diese Ziele in dieser Community, also in diesem Netzwerk, durch den Austausch mit anderen erreichen. Also von daher ist mir klar geworden, wir sind gar keine Community, wir sind ein Netzwerk, aber der Name bleibt jetzt so, Corporate Learning Community ist eingeführt. Aber mir ist so richtig bewusst geworden, da gibt es einen großen Unterschied. Spannend, ja. Also du machst den ja aber fest an der zeitlichen Limitierung, diesen Unterschied jetzt, wenn ich dich richtig verstehe. Nee, nicht nur zeitliche Limitierung, sondern an dem Erreichen eines gemeinsamen Zieles. Also eine Community of Practice in einem Unternehmen, das sind Leute, die sagen, oh ja, ich würde da gerne mitarbeiten, weil Folgendes sich so verändern muss, und das bringen wir alles in die Richtung. Und dann verabredet man sich auch wieder sehr selbstgesteuert, dieses Thema so zu bewegen, bis es erledigt ist.
So, und dieses Erledigtsein ist eigentlich nicht das Ziel von uns, weil ich glaube, das geht danach auch immer weiter. Und die Community ist so der Rahmen dafür, dass ganz viele unterschiedliche Themen von kleinen Gruppen für sich selbst erarbeitet werden. Wir freuen uns immer, wenn es dokumentiert wird, damit andere auch was davon haben, aber es ist nicht das Ziel. Also wir sind nicht eine Produktionsmaschine, die jetzt Wissen für andere bereitstellt, indem sie es dokumentiert, sondern wir sind eine, ich sage mal, Produktionsmaschine für neue Lernformen, die ausprobiert werden und von denen, die es probiert haben, dann beherrscht werden. Also ich will sagen, das ist so ein Unterschied zu unserem Denken bei allen anderen Bildungsorganisationen, glaube ich. Also, wenn ich die richtig verstehe, wäre bei euch das Ziel so das eigene ständige Weiterlernen und Weiterentwickeln. Ja, 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 also ja, wir ja. gehen davon aus, Lernen ist ohnehin nicht von außen zu steuern, sondern Lernen ist immer ein selbstgesteuerter Vorgang. Und wir sagen, wenn wir die, die selber Lernen gestalten, immer in Situationen bringen, wo sie merken, oh, hier gab es gar keinen Lehrenden, aber ich habe ganz viel gelernt, dann werden sie mutig werden, das mit in die Organisation zu tragen. Und das funktioniert tatsächlich. Also wir sind ganz froh darüber. Also bei uns geht es nicht darum, viel darüber zu reden, sondern Situationen zu schaffen, wo man es selber erleben kann. Und diese Situation sogar von den Leuten gestalten zu lassen, die sich rantrauen, mal was Neues zu machen. Auch das ist ja ein Thema Kompetenzentwicklung. Kompetenz heißt ja, ich muss es gemacht haben, um sagen zu können, jetzt kann ich es. Nicht, ich weiß, wie es geht, sondern ich habe es gemacht. Also gemeinsames Ausprobieren, nicht nur lernen durch drüber reden, sondern lernen durch tun. Genau. Also der Zweck wäre praktisch das eigene ständige Weiterentwickeln durch Ausprobieren und tun. Ja. Und Ich bin dahinter gar nicht steht. so sicher, entschuldige, ob das so unterschiedlich ist, ob nicht die Gruppen, von denen Gabi und Dominik sprechen, ob die wirklich so projektbezogen abgeschlossen sind, ob da so die Besonderheit drin liegt oder ob, ja, was meint ihr? Ist das so ganz anders? Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht in einem wichtigen Gedanken unterbrochen, Karl-Heinz. Nö. Gabi, bitte. Also da kann ich durchaus mit den Ausprobieren auch. Also das finde ich auch immer ein wichtiges Element, weil es einfach darum geht, etwas in die Praxis umzusetzen. Mit zeitlichen bin ich vielleicht auch nicht ganz so einverstanden. Also da denke ich mir eher, das kann auch eine Gruppe sein, die über einen längeren Zeitraum zu einem bestimmten Thema immer wieder was austauscht, so wie es zum Beispiel bei uns bei den Qualitätsbeauftragten der Fall ist. Also wo eine bestimmte Gruppe sich halt wirklich regelmäßig trifft und die Themen sind also immer wieder unterschiedlich, aber es hat immer irgendwas mit Qualität in der Erwachsenenbildung zu tun. Vielleicht folgende Frage vielleicht auch nochmal, um so ein bisschen diese Unterschiede auch nochmal zu illustrieren. Muss man wissen, wer da dazu gehört? Muss man wissen, wie viele Mitglieder diese Gruppe hat? Dominik, du hast gesagt 8, ja? Gabi, wenn ich jetzt an das DigLab denke, 4, ja? Wahrscheinlich für den Qualitätsbeauftragten könntest du wahrscheinlich auch mit einer Zahl antworten, ja? Das sind um die Könntest du, 20 Personen zum Beispiel. okay. Karl-Heinz, könntest du sagen, wie viele Mitglieder hat die Co-Learn, das Ja, das, Netzwerk, gell? Oder ist nee. das der Unterschied? Genau, da ist der Unterschied, glaube ich. Und das ist mir aufgefallen beim Ausfüllen des Canvas, ne? Dass man sagt, was tut ihr eigentlich, um neue Mitglieder das Onboarding zu betreiben? Was tut ihr mit denen, die ausscheiden? Und dann fällt auf, wir wissen es überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, wie viele Mitglieder es überhaupt sind. Wir merken es halt nur an unseren Veranstaltungen, dass es offensichtlich sehr viele sind. Denn wir sagen, jeder, der sich bei uns engagiert, gehört zur Corporate Learning Community. Und das Kennzeichen von Netzwerken ist ja so die absolute Freiwilligkeit. Also jeder kann jederzeit sagen, ich mache da mit. Er kann aber auch jederzeit sagen, jetzt habe ich andere Dinge zu tun, jetzt steige ich wieder aus und irgendwann steigt er wieder ein. Und damit wollen wir die Hürde auch klein halten, sich dazugehörig zu fühlen. Also es gibt keinen Onboarding-Prozess. Entweder macht man mit oder man ist eben weg. Und insofern haben wir jetzt den Nachteil, dass wir auch nicht sagen können, es sind 10.000 oder es sind 5.000 oder es sind sogar 20.000. Ne? Also so irgendwo in der Größenordnung liegt es wahrscheinlich.
Wir haben jetzt bei unserem letzten großen MOOC-Camp 1200 gehabt, die sich eingeschrieben haben. Also wir haben gesagt, wir werden einen Newsletter verteilen, um alle immer auf dem Laufenden zu halten. Aber wer den Newsletter nicht gehabt hat, ist trotzdem durch unsere ganzen Veröffentlichungen immer gut am Stand gewesen. Also 1200 haben sich eingeschrieben, aber mitgemacht haben wahrscheinlich sehr viel mehr. Nur wir wissen es nicht und wir brauchen es aber auch nicht wissen. Jetzt vielleicht nur noch ganz kurz, um das für unsere Zuhörer, Zuschauerinnen, die die Corporate Learning Community vielleicht nicht kennen, noch einmal sozusagen, euer Thema ist Lernen in Unternehmen, gell? Lernen in Unternehmen ist vielleicht ganz wichtig, ja, um das zu wissen. Ich weiß nicht, liegt jemandem von euch gerade dringend was auf der Zunge? Weil sonst würde ich nämlich dich, David, noch einmal fragen. Ich weiß von dir, dass du an anderen Communities of Practice eben selber als Lernender teilnimmst. Magst du da vielleicht noch die Beispiele von dir einbringen, damit wir noch ein bisschen mehr so diese Praxisbeispiele da am Tisch liegen haben? Ein bisschen erzählen dazu. Genau, ich zeige gerne hier diese Community. Das läuft auf Slack, heißt Virtual Team Talk. Und ja, da unterhalten sich einfach Menschen über alles Mögliche, was mit Online-Bildung oder Online-Tools, also hier fragt jemand, wie man einen Timer in Zoom integrieren kann und dann gibt es gleich 13 Antworten drunter. Und dann gibt es natürlich hier auch über Learning eine eigene. Und das ist einfach super. Also wenn ich da irgendwie Inspiration suche oder eine Frage habe, dann stelle ich die dort. Und da sind einfach richtig gute Leute drinnen, von denen man was lernen kann und die sich gegenseitig unterstützen. Und hier auch ist es eigentlich ganz egal, wie viele da drinnen sind. Da sind 92, aber es genügt, wenn dort vielleicht 10 oder 20 dann wirklich aktiv sind und beitragen und unterstützen. Vielleicht noch eine andere Community, die, das war eine spontane Idee, die habe ich aus einem Webinar über Webinare gegründet. Heißt Effective Webinars. War einfach wirklich eine spontane Idee und mittlerweile, ich meine, das sagt jetzt auch wieder wenig, ja, über 500 Leute. Aber das Interessante ist eben wieder, dass dort immer wieder mal was Neues reinkommt und man, sagen wir so, ein bisschen diskutiert und gesehen wird. Aber sie war schon mal aktiver, aber es ist ganz einfach, sowas mit ein paar Engagierten aufzubauen. Ich meine, was es bräuchte, halt immer wieder Impulse auch und vielleicht ein bisschen Moderation und so weiter. Das ist jetzt gegründet vor 6 Jahren und dann irgendwie mehr oder weniger sich selbst überlassen worden. Das ist natürlich schon mal so eine sehr, sehr spannende Frage. Also was muss man denn dafür tun? Wie kommt es dazu? Nicht? Wir sind ja schon bei sehr unterschiedlichen, wir haben jetzt schon sehr unterschiedliche Wege angerissen, was man dafür tun könnte. Dominik, du hast gesagt, du hast einfach ein paar Leute gekannt, die angeredet, die suchen dann wieder Leute, wo, oder schlagen weitere vor, die sie erkennen, wo sie wissen, das könnte vielleicht Sinn machen, könnte man dazu nehmen, ja, wäre toll, ja, also und lässt das ganze Ding einfach so auf diese Weise ein bisschen organisch wachsen. Es geht aber von dir aus, wenn du so eine Community suchst, ja, das war so dein Beispiel, ja. Gabi, du hast eher so geschildert, wir gründen so etwas, ja, wir tun was dafür, wir gründen das. David, du sagst jetzt, es ist eigentlich ganz leicht, wenn man ein paar Leute hat, ja, also das Beispiel, das du uns jetzt gezeigt hast, das war ja die Slack-Community, wo man schon gesehen hat, ja, okay, das sind jetzt knapp 100 Leute drin, aber es sind wahrscheinlich nach dieser üblichen Regel 70, die eher mitlesen, 20, die hier und da liken und 10, die wirklich produzieren im Sinn von beitragen. Ja. Ist das, Karl-Heinz, du sagst ja eigentlich, ich meine, die Community ist da, wir haben die Instrumente, ja, wir müssen eigentlich, wir müssen nur aktiv werden, dann haben wir unsere Community. Jetzt meine Frage an euch, muss man was tun und wer muss was tun, damit so eine Community entsteht? Ja? Ist das was, was man, ist das was, was initiiert werden muss? Ist das was, was, muss man was tun und was muss man tun, wenn man eine Community will, eine Community of Practice? Ja, soll ich gleich was bitte, dazu sagen? Bitte, bitte, bitte. Ja, also eine Community braucht immer jemanden, der es in die Hand nimmt und den Anfang gestaltet. Also es muss ein Kristallisationspunkt da sein, worum sich andere sammeln können.
Und entweder stellt man den selber dar oder man regt jemanden an, hey, wärst du nicht der Richtige, sowas zu machen? Und insofern, es gibt immer nur wenige, die die Aktivität aufbringen, sowas wirklich zu machen. Und der Rest ist ganz froh, wenn es jemand für sie gemacht hat, und dann beteiligen die sich auch. Und das zu wissen heißt natürlich, wir haben mal angefangen, so eine Community zu gründen und freuen uns jetzt, dass es ganz viele andere gibt, die jetzt selber zum Beispiel regionale Communities betreiben. Also da sind 17 regionale Communities, die sich stammtischähnlich treffen. Und das hat irgendjemand in der Region in die Hand genommen und gesagt, hey, ich veröffentliche mal, wir könnten uns ja treffen und sorge dafür, dass das jedes Mal irgendwie organisiert wird. Jetzt in diesen Zeiten natürlich online. So, und so gibt es viel mehr Dinge, die aus der Community heraus jetzt entstehen, weil dieser kleine Prozentsatz von Leuten, die aktiv sind, wenn man genügend hat, findet man da die auch. Und die zu unterstützen und denen die Plattform zu geben und den Rahmen zu geben, das ist sowas, was dann Lernen mächtig erleichtert. Also wir stellen den Rahmen dafür, dass andere ihre eigenen Communities bilden können. Und jetzt mal von ganz draußen drauf gesehen, ich habe so den Eindruck, jeder heute braucht sein persönliches Lernnetzwerk. Also eine der Aufgaben von uns Weiterbildungsleuten müsste sein, allen unseren Teilnehmern zunächst mal zu raten, bau dir dein Lernnetzwerk auf. Bau dir dein Netzwerk auf von Leuten, von denen du profitieren kannst und wo du dich einbringen kannst. Denn wir wissen immer, wenn man sich einbringt, lernt man viel mehr davon, als wenn man es nur irgendwo gehört hat, ne? Also selbst wenn ich anderen gegenüber was formuliere, muss ich mich mehr anstrengen, als wenn ich es mir selber in die Klatte schreibe, ne? So, also von daher, das Thema Communities ist meiner Ansicht nach fürs Lernen eins der allergrößten Themen. Lernenden Communities ist für mich das große Zielthema. Also ich habe jetzt zwei Dinge ganz, ganz spannend gefunden. Das eine ist, man lernt durch das selber tun, ja. Also man muss da ja auch, ist ja auch gefordert, da selber was zu tun. Also diese 70% mitlesen, die kann man vielleicht für echte Learning Communities gar nicht so aufrechterhalten, ja. Also sozusagen, ja. Also Vorsicht, ich bin immer vorsichtig beim Verurteilen derer, die der Lurker sind, ne? Erstens, wenn alle aktive wären, es wäre ja nur Chaos, ne? Und zweitens, die Rollen, die wechseln. Also zu bestimmten Themen ist man halt Lurker und das ist man überwiegend, bin ich auch, ne? Und das ist auch gut so. Also ich würde da keine Klassifizierung einführen, das sind die besseren Lerner, das sind die schlechteren Lerner. Nee, es kommt ganz auf die Situation an und ich wünsch nur, dass jeder irgendwann auch aktiver wird und nicht bloß Lurker, ne? Habe ich das richtig wahrgenommen, Dominik, dass du da vorher was sagen wolltest dazu? Ja, bitte. Würde gerne nur kurz diesen Gedanken aufgreifen, wegen der Initiative und so weiter. Ich habe mich gefragt, es geht ja um Lernen und was gibt es da für verwandte Konzepte, die irgendwie wie ähnlich sind. Ja, und ich probiere das mal vielleicht kurz weil ich hier kurz am Whiteboard darzustellen. Ja, weil wenn wir von einem, Entschuldigung, wenn wir von einem Netzwerk reden, dann haben wir halt eigentlich sowas im Kopf, dass gibt es halt gewisse Individuen, die irgendwie miteinander verbunden sind und sich ja, gegenseitig irgendwie in Lerninteraktion treten. Ja? Und das ist mal ein sehr abstraktes Gebilde. Und was da aber das Interessante ist, dass durch diese Lerninteraktionen etwas entsteht, was mehr als die Summe der Teile auch ist. Ja? Also hier entsteht wirklich ein Netzwerk, also ein separates Ding eigentlich. Ja? Und man kann von diesem Netzwerk lernen, ohne dass ich jetzt unbedingt das sagen kann, okay, das ist jetzt von einer bestimmten Person ausgehend. Ja? Und ja, das ist das eine. Und dann gibt es noch verwandte Konzepte. Denken wir an andere informelle Lernbeziehungen. Denken wir zum Beispiel an Mentoring. Dort geht die Literatur auch sehr stark in die Richtung, dass man sagt, naja, es bringt eigentlich nicht viel, wenn du da jetzt eigentlich so einen Mentor hast oder so, sondern es gibt eigentlich nur sowas wie Gruppenmentoring, was wirklich sinnvoll ist. Was dann quasi ein bisschen anders ist wie der Netzwerkgedanke, nämlich du bist hier in der Mitte und du hast halt deine Mentoren, Mentorinnen. An unterschiedlichen, ja, von unterschiedlichen Seiten her kommend. Ja, also der einzige Unterschied ist hier eigentlich, du hast individuell vielleicht gleich viele Lernbeziehungen, wenn man so mag, aber die Mentoren vielleicht sind nicht untereinander
so verwandelt und deswegen entsteht nicht sowas wie das Netzwerk. Und ich bin immer ein Fan davon, eigentlich jetzt nicht unbedingt jetzt irgendwo einen Cut zu ziehen. Ja, für mich sind beides Arten von Netzwerken. Und ich glaube, wenn man das so betrachtet, hat man vielleicht auch ein bisschen mehr Flexibilität, darüber nachzudenken, weil wenn man eher so Gruppenmentoring denkt, so eine Sternformation, das ist natürlich viel leichter, viel niederschwelliger. Hier braucht es jetzt Initiative oder keine Initiative, ein Netzwerk aufzubauen, weil das Netzwerk gar nicht existieren muss. Ja, ich habe trotzdem sinnvolle Lernbeziehungen. Also das ist so ein bisschen die Frage vielleicht auch, also geht natürlich wieder Richtung Definitionsfrage auch, ja. Aber wenn ich jetzt mal eher so von meiner Ego-Perspektive rede, was brauche ich denn eigentlich, was ist mein Ziel und brauche ich dafür eigentlich sowas wie eine Community, verstanden als so ein ganzes Netz von Personen und nicht nur individuelle Lernaktivitäten, die ich setzen kann. Also jetzt muss ich überprüfen, ob ich die richtig verstanden habe. Ja? Ich habe auf der einen Seite gesehen, diese sternförmige, also du in der Mitte Beziehungsstruktur, wo du sagst, ja, da lerne ich ja schon ganz viel, ich habe meine Lernbeziehungen. Ja? Dann habe ich aber verstanden, und da bin ich jetzt nicht sicher, ob ich richtig liege, das Netzwerk, dieses kleine Netzwerk, das du gezeichnet hast, wo die anderen einander auch kennen, da entsteht schon mehr, da entsteht was Drittes, was Zusätzliches, weil die Gruppe, das Netzwerk, was Eigenes ist. So hätte ich dich jetzt wahrgenommen. Ja, also ich möchte... Ohne jetzt zu sagen, das eine ist besser oder schlechter, genau, es ist halt also anders von der Qualität. Ich würde auf keinen Fall werten. Sie haben unterschiedliche Stärken und Schwächen vielleicht. Also was bei diesem Stern sicherlich der Vorteil ist, dass das halt meistens damit einhergeht, dass sich die Mentoren zum Beispiel, wie ich es jetzt genannt habe, nicht kennen, weil die einfach aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Ja? Das ist natürlich dann ein riesiger Vorteil, weil ich hier Wissensquellen anzapfe, die ich sage mal, nicht redundant sind. Also die kennen, haben alles komplett spezifisches Wissen und das kann ich vielleicht irgendwie anzapfen. Und deswegen kann bei mir dann irgendwie was Neues entstehen letztendlich, ja, bei mir in der Person. Beim Netzwerk ist es halt eher so, da bin ich schon noch bin ich auch in diesen Lernbeziehungen eben, aber letztendlich vermischt sich das halt irgendwie. Also bei jedem Einzelnen und so wie es bei mir sich auch vermischt, das Wissen, da wird etwas geschaffen, was man dann eben jetzt nicht unbedingt einer einzelnen Person zuordnen kann. Es muss jetzt nicht besser sein, eben wie gesagt, sondern es ist einfach anders. Ja. Spannend, spannend. Ich lese jetzt im Chat gerade, Anna schreibt da, Gruppenmentoring erinnert an Erfolgsteam. Erfolgsteam ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das bei euch irgendeine Resonanz auslöst, ob ihr sagt, aha, ja, na, nicht jetzt unmittelbar, gell? Okay, gut. Ja. Was mich jetzt auch bewegt, ist natürlich die Frage der Definition. Andererseits denke ich mal, die Definition ist ein bisschen eine akademische Frage. Ja? Also wird uns das unsere Zuschauer, Zuschauerinnen so stark interessieren, was genau die Definition ist. Ich denke mal, die meisten, also interessanter ist vielleicht auch die Frage, was ist denn der Bedarf? Ja? Wozu und warum? Warum braucht man das denn? Oder was wird denn da artikuliert? Was wissen wir über den Bedarf? Ja? Gibt's da, was ist der Bedarf? Ja? Warum sucht jemand, braucht jemand? Gabi, bitte. Ja, ich denke, dass der Bedarf vom jeweiligen Lernziel abhängt. Und da sind wir dann auch wieder bei diesen Unterschieden. Wenn halt jemand eben nur kurze Fragen sucht oder eine Antwort für ein Problem sucht oder einfach nur Neuigkeiten austauschen will, dann sind diese großen Netzwerke oder wie wir das jetzt bezeichnen wollen oder so wie es der David vorgestellt hat, praktisch, weil da habe ich ganz viele Menschen, die ich anknüpfen kann und wo ich mir Informationen oder Problemlösungen holen kann. Wenn ich aber jetzt wirklich, und den Bedarf, das ist der, den ich gerade jetzt in der Praxis merke, ist der, dass Leute sagen, ich möchte was in einem geschützten Rahmen ausprobieren. Ich habe jetzt so viele digitale Tools kennengelernt und ich traue mir nicht damit, da jetzt gleich eine Veranstaltung zu organisieren und die gleich öffentlich auszuschreiben, sondern ich möchte das in einem kleinen geschützten Rahmen mit ganz wenigen Personen einfach einmal ausprobieren. Und also dieses Bedürfnis merke ich gerade, dass das ganz stark ist. So dieses Labor und in einem geschützten Rahmen, gell? Genau das. Ja, genau, also ich glaube, Labor ist ein bisschen zu viel schon gesagt, aber eben wirklich genau das, was Gabi auch meint, man will oder man muss ja auch. Und Karl-Heinz hat das auch sehr schön gesagt, ohne das gemacht zu haben, also wissen, wie es geht, ist nicht genug. Man muss es gemacht haben. Und das traut man sich natürlich dann eher in irgendeinem geschützten Rahmen. Und dort kann man auch
ja, Fragen dann loswerden. Und das Schöne ist, also es kommt dann immer ganz schnell der Wunsch, okay, wir brauchen das, wir müssen jetzt einfach probieren und irgendwie eine kleine Gruppe machen. Und dann sage ich, aber es ist gut und richtig, ja. Aber der nächste Schritt wäre eigentlich, das auszudehnen und nicht nur unternehmensintern, sondern unternehmensübergreifend zu machen, um dann vielleicht noch ganz andere Impulse reinzuholen und dann Anknüpfungspunkte für mögliche Kooperationen in völlig anderen Feldern dann zu erschließen. Das hört sich fast ein bisschen so an, als hätten diese unterschiedlichen Typen von Communities of Practice oder Lernnetzwerken unterschiedliche Funktionen auch für die einzelne Person. Ja? Also das eine Mal das geschützte Rahmen, das andere Mal so dieses wirklich offen rausgehen, sich groß vernetzen. Karl-Heinz, du bist zu einem Ja, Überlegen. ich glaube, es gibt so ein paar mehr Dinge. Also einerseits das Ausprobieren, da bin ich voll dabei. Die Corporate Learning Community ist ein Experimentierraum. Aber es gibt noch so ein paar Randeffekte. Zum Beispiel sind Communities wichtig für die Rückenstärkung. Also wenn ich sehe, dass die anderen die gleichen Schwierigkeiten haben, gehe ich schon mal viel aufrechter wieder ins Unternehmen. Ja, ganz klar, ja, Sollte man unbedingt. nicht unterschätzen, ne? Also allein indem man sich miteinander darüber unterhält. Und ein weiterer Punkt ist so das, was wir mit Serendipity heute beschreiben. Also auch das im Gegensatz zu dem, was wir sonst immer so sagen, Lernziele definieren und so. Lernziele definieren kann ich immer nur aus bekanntem Terrain. Und heute gibt es so viel neue Dinge, die ich mir gar nicht vorstellen kann und die in so einem Netzwerk mir automatisch zugetragen werden. Und dieses Überraschen lassen bringt mich sehr viel schneller weiter als so im klassischen. Und zweiten und ja, den Hauptgrund, den ich eigentlich als Vorteil von Netzwerken zum Lernen sehe, ist diese Mehrperspektivigkeit. Also wir wissen alle, wenn ich einem guten Referenten zuhöre, dann gehe ich hinterher raus und sage, naja, klingt ja alles ganz stimmig, aber das kann man bestimmt auch ganz anders sehen. In Netzwerken kriegen wir sofort ganz viele verschiedene Perspektiven mit. Denn die Leute haben alle unterschiedliche Erfahrungen, bringen ihre Sichtweisen ein und Netzwerke leben auch davon, dass man da wertschätzend miteinander umgeht und sich nicht auf eine Wahrheit einigt, sondern dass man die verschiedenen Perspektiven nimmt und sich daraus sein eigenes Bild macht. Und das geht sehr viel leichter, als wenn ich von einem Referenten mir irgendwas erklären lasse. Und damit liegt der Vorteil von Netzwerken, der ist so haushoch gegenüber allen unseren klassischen Wertebildungsmaßnahmen, dass alle, die es mal erlebt haben, sagen, ey, wow. Und die, die es noch nicht kennen, die sagen, naja, wenn ich da so viele verschiedene Perspektiven höre, weiß ich ja gar nicht, was richtig ist. Gerade deshalb weiß man hinterher, wo man sich selber hinstellt und wie das gesamte Bild am besten aussieht. Also ein leidenschaftliches Plädoyer für die Multiperspektivität, die in Ja. Netzwerken automatisch entsteht. Danke dafür. Dabei fällt mir was ein, was David vorher gerade gesagt hat, nämlich du hast so am Rande eingestreut, wie du uns diese Slack-Community gezeigt hast. Das braucht natürlich sowas wie Moderation. Und es fällt mir jetzt ein, Karl-Heinz, wo du so von Wertschätzung sprichst oder Respekt, irgend sowas hast du gesagt in die Richtung, dass einfach diese Unterschiedlichkeit dann auch nebeneinander bestehen bleiben darf, diese Multiperspektivität, dass man mit der auch sorgsam umgeht. Ja. Gibt es da von euch Erfahrungen dazu? Ist es so, dass es da braucht es da irgendwas, damit so eine wertschätzende Kultur der Multiperspektivität entsteht? Muss das moderiert werden oder vereinbart werden? Oder wie entsteht sowas? Ja. Also das ist eine der großen Fragen, die ich nicht beantworten kann. Ich bin erstaunt, dass die Corporate Learning Community nicht einen einzigen so persönlichen Streit erzeugt hat, sondern dass das immer alles sehr wertschätzend lief. Und obwohl es Tausende von Leuten gibt, obwohl die auf allen möglichen Plattformen unterwegs sind, von Facebook bis LinkedIn, und auch im direkten Kontakt. Wir haben nie irgendwo mal eine persönliche Verletzung erlebt. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ja, vielleicht strahlen die ersten, also das Kernteam ist ein bisschen aus, aber
Ich kann es nicht greifen. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit wäre ja groß, dass wir jetzt auch wirklich mal ganz böse Sachen erlebt hätten. Nein, glücklicherweise nicht. Und ich bin jetzt so mutig zu sagen, es wird uns auch in Zukunft so gehen, weil die gesamte Community irgendwie dieses Klima aufgenommen hat. Also Klima ist was ganz Wesentliches für die Community. Aber wie man das wirklich gestaltet, ich habe so den Eindruck, das kann man nicht beschreiben. Mir fällt dazu ein, Culture Eats Strategy for Breakfast. Ja, dieser bekannte Spruch, ja. Die Kultur macht's aus, die ist wichtiger als eigentlich die Strategie. Wir haben es ein bisschen mit BMUG Plus Forum ja auch so erlebt, wo wir ganz viele Diskussionen gehabt haben im Forum. Und immer wenn jemand ein bisschen einen anderen Diskussionsstil angeschlagen hätte, also einen recht negativen, dann... Es kam ganz selten vor, aber wenn, dann kamen so sanfte, von anderen, so sanfte Interpretationsvorschläge, wie man das auch sehen könnte oder so, die da eigentlich die Spitze rausgenommen haben. Und ich weiß jetzt gar nicht genau, warum, ja. Und außer, dass es uns immer wieder berührt hat und wir natürlich versucht haben, dort, wo wir in Erscheinung getreten sind, das so mitzugestalten im Sinn dieser Kultur, aber auch nur als eigenes Statement halt. Also man kann das ja nicht so... Kann man ja nicht steuern, ja. Also man kann nur teilhaben. Und ja. Genau. Da schreibt jetzt jemand da im Chat, das war mit BMUG sehr gut zu sehen. Ja, danke dafür. Wir haben es eben auch selber gesehen und genau, waren auch ganz berührt davon. Ohne dass ich jetzt sagen könnte, warum, genau. Gabi, bitte. Ich denke, zusätzlich zu dieser wertschätzenden Kultur braucht es einfach, glaube ich, ganz viel Vertrauen untereinander, also speziell in kleineren Gruppen, damit man sich einfach auch öffnet und bereit ist, einfach auch sich wirklich einzulassen. Und wahrscheinlich braucht es, gerade wenn es um die praktischen Dinge geht, eine hohe Fehlertoleranz. Ja, weil sonst macht es irgendwie gar keinen Sinn, wenn die nicht da ist. Ja. Das hat auch alles ein bisschen mit Wertschätzung untereinander und miteinander zu tun. Ja, das glaube ich auf alle Fälle auch. Gell? Und da kommt vielleicht auch so diese Frage ins Spiel, muss das jetzt eine geschlossene, kleine Gruppe sein oder kann das nicht vielleicht doch eine offene, große Gruppe sein, wenn man sieht, dass diese Kultur dort herrscht? Gell? Also wenn ich jetzt darauf vertrauen kann, dass diese Kultur dort schon so ist, dass ich mich dort wohlfühle, dann kann es vielleicht wirklich einfach eine offene, größere Gruppe sein. Ja. Yeah. Ja, kann ich nur bestätigen. So, das Extrembeispiel sind unsere MOOCs, die konnektivistischen MOOCs, die wir gemacht haben. Da wird ja jede Woche ein Unternehmen gebeten, am Montag ihre Sicht auf das Thema darzustellen, zu sagen, was machen wir in der Richtung und anschließend die Frage zu stellen, was haltet ihr davon? Also, das ist öffentlich, kann jeder lesen, da gibt es keine Zugangshürden. Ne? Das wird veröffentlicht auf unserem Blog, mitten im Internet, jeder kann da rein. Und die Unternehmen haben nicht einmal Hemmungen. Also wir hatten am Anfang Sorgen gehabt, welches Unternehmen lässt sich gerne in Frage stellen. Nee, es funktioniert. Super. Und das sind große Super. Unternehmen gewesen, wie Porsche, Viessmann, ZF zuletzt und so weiter. Ne? Also... Das ist echt schön zu sehen, dass sowas sogar im öffentlichen Internet möglich ist und jeder sich daran beteiligen kann und es funktioniert. Super, es ist wirklich toll, diese Erfahrung auch zu haben und es zu sehen. Dominik, bitte. Ja, ein Beispiel, was ich vielleicht reinwerfen möchte, ist Toastmasters. Eine Organisation, die mich selbst auch lange geprägt hat, muss ich sagen. Dort haben wir nämlich das Problem noch auf einer ganz anderen Ebene. Also das sind 500.000 Mitglieder der ganzen Erde. Und was dort wirklich sehr gut funktioniert ist, muss ich sagen, dass egal in welchen Club du gehst, ob du jetzt heute in Wien bist und morgen in Barcelona und übermorgen in Johannesburg oder so, dass da wirklich ein sehr einheitliches Wertesystem existiert. Also ich kenn keine Organisation dieser Größe, wo das wirklich der Fall ist. Okay. Es gibt eine große Community of Practice, wobei dann die unterschiedlichen Clubs, in Wien allein gibt es 8, in Österreich yeah. 16 noch oder so, okay. Auch natürlich ja, nochmal, ja, kleinere ja. Kerne sind. Und was halt dort, glaube ich, wichtig ist, weil wir auch über den Aufbau gesprochen haben, wie komme ich dahin zu so einer Kultur? Ich glaube, dort ist es halt extrem die Konsistenz. Also dort die Meetings laufen im Prinzip komplett gleich ab. Jedes Mal. Es ist eine sehr viel Struktur da letztendlich. Ich habe schon mit mehreren Organisationen gearbeitet. Ich weiß bei keiner, mit welchen Werten sich die Organisation identifiziert. Für Toastmasters bin ich jetzt schon länger draußen und ich weiß trotzdem noch, welche es sind. Respect, Integrity, Service and Excellence. Also es macht irgendwas. Es gibt dort sehr viel Formales, ja,
Aber eben letztendlich sind es dann doch sehr informelle Strukturen und die das am Leben erhalten. Also das könnte man sich vielleicht als Musterbeispiel anschauen, weil es eben auch kulturübergreifend ist. Total spannend, ja. Wobei wir jetzt wirklich uns so dieser Gemeinsamkeit nähern, also ein bisschen was eine gute Community of Practice ausmachen könnte, ist eine Kultur der Wertschätzung, ja, habe ich jetzt einmal so. Ja, nein, also Festlegungen und Definitionen sind immer mit Vorsicht zu genießen, aber sowas scheint sich so ein bisschen herauszukristallisieren. Also eine, der mir gern angehört, die ist vielleicht so eine, die von Wertschätzung geprägt ist. Vielleicht fragen wir doch einmal in die Runde. Wir haben so viele Teilnehmer, Teilnehmerinnen dabei. So vielleicht als Frage im Chat auch, was müsste denn eine Community of Practice erfüllen oder wie müsste die sein, damit sie da gerne teilnehmen oder dabei bleiben? Was wäre denn so eine, was sind da die Voraussetzungen, ja? Was wären denn da die Voraussetzungen dafür? Vielleicht oder was würden Sie suchen in der Community of Practice? Was brauchen Sie? Vielleicht kriegen wir da aber Antworten im Chat. Aber das dauert natürlich ein bisschen, das ist eine Frage, da muss man erst einmal nachdenken. Ja, die hat man nicht so in der Hüfte, die Antworten dazu, ja. Schon regelmäßige Online-Konferenzen zum Austausch sehe ich da und Verbindlichkeit für Termine. Da gibt es schon so diesen Wunsch nach Struktur auch, ja. Also das geht eh ein bisschen in diese Richtung, einen Rahmen aufstellen, ja. Also einen Rahmen aufstellen. Und dann sehe ich so dieses Nehmen und Geben. Das ist was, was ich persönlich erkenne, so aus früheren Versuchen, nicht, also so Communities einmal so vorzubereiten, ja, dass das schon sehr wichtig ist, ja. So dass man so das Gefühl hat, es gibt zwar, ich bin nicht immer nur die was gibt zum Beispiel, ja, das oder derjenige, das ist vielleicht sonst auch schwierig, ja. Das Thema muss mich interessieren, na klar, gell. Das ist ganz klar, ja, das muss einfach was mit mir zu tun haben, was dort inhaltlich passiert. Ein Rahmen aufstellen, sehe ich da gerade bestätigt, ja. Und eben diese Multiperspektivität, gell. Dieses Teilnehmen, der aus verschiedenen Disziplinen, ja, verschiedene Sichtweisen, verschiedene Erfahrungen, das bestätigt genau das, was du gesagt hast, Karl-Heinz, ja. Und eine gute Moderation, doch auch, gell. Doch auch Moderation, wobei natürlich die Frage ist, wie aktiv muss die sein, wie sichtbar, wie präsent, also oder kann sowas auch sehr dezent moderiert sein, ja, das ist die Frage. Die Wertschätzung wird da auch bestätigt, wertschätzender Umgang, Energie, ja, das aktive Mittun und regelmäßige Termine, genau, und Gedankenaustausch in einem geschützten oder wertschätzenden und wertschätzenden Rahmen. Ja, das ist spannend. Also auf der einen Seite das Thema und auf der anderen Seite der übergreifende, der fachübergreifende Austausch. Bitte, Karl-Heinz. Mir fällt dabei gerade ein, das scheint gar nicht so schwer zu sein, wenn es jemand in die Hand nimmt. Also wir wissen ja nicht, wie wir richtig Klima gestalten. Klar, man darf sich nicht selber daneben benehmen, wenn man derjenige ist, der es in die Hand nimmt. Aber dass das vielfältig passiert, erlebe ich hier in der Metropolregion Nürnberg. Ich wohne in Erlangen. Und hier in der Metropolregion gibt es etwa 100 regelmäßige fachliche Stammtische. Also Leute, die gesagt haben, ich will mich zum Thema Projektmanagement, ich will mich zum Thema Produktmanagement, zum Thema Twitter, zum Thema Webmontag ist so das Flaggschiff von denen, ne? Also alles, was mit Web zu tun hat, austauschen. Und da gibt es immer ein paar Ehrenamtliche, die das regelmäßig organisieren und dann praktisch andere einladen und richtig offen einladen. Jeder kann jederzeit teilnehmen. Die maximale Platzzahl wird dadurch begrenzt, dass nicht mehr in den Raum passen. Jetzt online ist es anders, aber so. Und wenn es 100 Leute gibt, die sich, also 100 Communities gibt, die sich auf die Art und Weise fachlich treffen, und ich kann nur jedem raten, geht mal hin zu solchen Treffen. Die Leute kommen nur zusammen, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Also Webmontag, so zum Beispiel, den gibt es ja in allen möglichen Städten. Da ist ein Programm hier von 3 Vorträgen, die dürfen nicht länger als 20 Minuten sein. Und der ganze Abend beginnt um 19 Uhr und endet um 24 Uhr.
Also es sind nur so ein paar Alibi-Themen, die man irgendwie raushängen kann, um die neuen anzulocken. Aber alle anderen wissen, es geht nicht um die Themen. Es geht darum, Leute zu treffen, die ähnlich wie ich unterwegs bin, von denen ich lernen kann, wo ich mich einbringen kann. Und dieses Geben und Nehmen, also mal Lehrender sein, mal Lernender sein, ist etwas, was mich selber weiterentwickelt. Und das haben so viele Menschen in der Zwischenzeit für sich entdeckt, dass ich denke, wir Bildungsleute müssten diejenigen sein, die sowas anregen, die selber sowas machen, ne? Wir laufen jetzt so ein bisschen hinterher. Ja, wobei ich mit Freude feststelle, dass es Formate gibt, die das ein Stück weit abbilden, gell? Also die jetzt als Veranstaltungsformate, sowas wie das EB-Camp oder Barcamps, die schon ein bisschen so in die Richtung gehen. Das hat natürlich noch immer wieder was Punktuelles, damit Projektartiges, aber die Richtung ist schon auch in unseren Formaten zu erkennen, gell? So diese Offenheit, Lernen und Lehren und Geben und Nehmen zugleich, gemeinsam ausmachen, womit wollen wir uns auseinandersetzen? Gabi, bitte. Aber ich denke, es kann schon auch eine Aufgabe von Bildungsinstitutionen sein. Wir haben jetzt vorhin schon ein paar Mal den Begriff Serviceleistung gehört in diesem Zusammenhang. Und das Problem ist wahrscheinlich für eine Bildungseinrichtung oder für Programmmanager, für Bildungsmanagerinnen, die Programme gestalten, dass das oft das Ergebnis so wenig greifbar ist. Und mit dem können Ja. Bildungsmanager manchmal ganz schwer umgehen. Ja. Und diese Offenheit, glaube ich, die muss man aushalten. Und dann ist das ein zusätzliches Angebot für das Bildungseinrichtungen gut anbieten können und ja, Ja. meiner Meinung nach ein zukunftsorientiertes Angebot werden. Ja, Ja, da ist sicher Kulturwandel am Gange, das muss erst greifen. Gell? Bitte, Karl-Heinz. Ich bin verwundert, das ist ein Thema, was die Volkshochschulen längst hätten aufgreifen können. Also wenn die sich da als die Kristallisationspunkte herausstellen würden, wo Wissen in der Region austauschbar wird zu bestimmten Themen, das wäre grandios. Aber die Volkshochschulen, ich kenne keine einzige, die sich darum kümmert. Und das, was ich von Nürnberg beschrieben habe, in allen großen Regionen gibt es sowas massenhaft, ne? So, und die Volkshochschulen sind nie dabei. Also irgendwie denke ich, hey, da läuft was und demnächst werden wir gar nicht mehr wichtig sein, weil die Leute sich das selber organisieren. Ja, wobei, also ich gebe dir da völlig recht, Lernen findet informell statt, selbst organisiert, nicht mehr dort, wo die Erwachsenenbildungseinrichtungen aktiv sind. Das bestätigen diverse Studien inzwischen. Also das größte Lernen, die größte Lernplattform ist YouTube. Das ist so die eine Seite. Andererseits nehme ich gerade in den deutschen Volkshochschulen wahr, dass doch mit der Cloud zumindest einmal so und den Nachfolge- und Anhangsformaten zur Cloud sowas stattfindet, wie so eine Community-Building der Unterrichtenden, die dann dort auch die Möglichkeit, also ich sehe einen ganz skeptischen Blick, ich kenne mich ja auch nicht wirklich so aus in Deutschland, das heißt, ich werde mich da jetzt so zurückhalten, aber ich bin doch wirklich guter Dinge, dass da sowas doch auch in Gang kommt und sich bewegen wird, einfach in die richtige Richtung, ja. Ja, es gibt ja viele Learning Professionals, die mal probiert haben, Communities aufzusetzen und fast immer geht es schief. Und Ja. das kann nicht gut gehen, weil wenn man sich mal die Bedingungen für Netzwerke ansieht, ne, das sind ja eher Netzwerke, dann ist die erste Bedingung absolute Freiwilligkeit, die zweite Bedingung gleiche Augenhöhe und schon die zweite Bedingung funktioniert nicht mehr mit Bildungsorganisationen. Da ist dieses gleiche Augenhöheprinzip nicht einhaltbar. Und dann merkt man, dass Teilnehmer, auch Studierende, nicht in das Hochschulsystem gehen, um sich auszutauschen, sondern sie machen ihre eigene WhatsApp-Gruppe auf. Da sind sie sehr wohl aktiv, ne? Also sobald wirklich die Bedingung gleiche Augenhöhe und jeder ist Experte, wertschätzender Umgang ist die dritte Bedingung, ne? Ja. Wenn das hinhaut, dann funktioniert sowas. Aber wir können von so einer Bildungseinrichtung, uns traut man nicht zu, dass wir gleiche Augenhöhe realisieren, uns traut man nicht zu, dass wir gleiche untergleichen sind. Ne? So, und deshalb, wir brauchen es ja nicht erst probieren. Wir können nur anregen, schafft euch eure Netzwerke oder schließt euch Netzwerken an, die es draußen gibt, aber wir können die nicht steuern. Also gewohnt ist man es von uns noch nicht, nicht. Also es ist nicht die Tradition der Bildungseinrichtungen Anbieter, dass sie diese Augenhöhe jetzt so zu 100% herstellen können. Wobei ich glaube, dass doch die Erwachsenenbildung der Bildungssektor ist, der die gleiche Augenhöhe am stärksten zumindest anstrebt. Als nicht formaler Sektor haben wir sie zumindest einmal so
angelegt in unserem, wo die Freiwilligkeit weit oben auf unseren Fahnen stehen. Ja, Gabi, du wolltest was sagen dazu, bitte. Ja, also ich bin da ganz bei dir, Karl-Heinz, also dass diese Augenhöhe braucht und auf gleicher Ebene. Ich glaube aber schon, dass es in Bildungseinrichtungen auch möglich ist. Es braucht nur ein bisschen ein Umdenken. Also ich darf nicht in der klassischen Programmplanungsschiene denken, sondern ich muss halt ein bisschen anders organisieren. Oder überhaupt anders denken. Und das betrifft nicht nur die planen, sondern es betrifft die ganze Bildungsorganisation. Da müssen alle Mitarbeiter mitziehen. Und das ist, glaube ich, das Schwierige dabei. Aber ich denke, wenn man sowas strategisch angeht, dass das schon möglich ist, so eine Serviceleistung als Bildungseinrichtung anzubieten. Und da reden wir nicht nur von den Volkshochschulen, sondern von allen anderen Bildungseinrichtungen auch. Also betrifft unsere Bildungshäuser genauso. Na, es ist also sicher, also wir haben sowieso einen Leitmedienwandel und dieser Leitmedienwandel, der führt uns in einen Kulturwandel auch in der Bildung, im Lernen generell. Nicht? Also das ist so tiefgreifend, da ist natürlich klar, da wehrt sich noch vieles und da gibt es noch viel. Aber das wird ein ganz tiefgreifender Wandel sein müssen, wenn man dorthin kommen will, ja. Und sich dann auch vielleicht einfach beteiligen will, nur. Also so. Genau, genau. Apropos Freiwilligkeit, ich muss da jetzt mal eine ganz kurze Einblendung machen zu dieser Wiese, die wir da so vor uns sehen und die ein bisschen verlassen und leer ausschaut. David Rödler lässt sich sehr entschuldigen, hofft, dass er am Schluss wieder dazukommen kann. Seine Situation ist die, dass sowohl in seinem Team jemand ausgefallen ist, als auch ein Kleinkind aufgewacht ist und er jetzt an zwei Fronten einspringen muss und einfach hofft, dass er ein bisschen später wieder kommen kann. Ja. Also Freiwilligkeit und Möglichkeiten sind sicher immer bestimmend, auch praktische Möglichkeiten bestimmend dafür, in einer Live-Community, einer vorübergehenden oder einer Online-Community teilzunehmen. Danke für das Verständnis und bitte nicht wundern. Ja gut, jetzt haben wir schon so viel thematisch sozusagen auch berührt, ganz viel Zustimmung sehe ich da im Chat zu euren Statements, was mich jetzt auch sehr interessieren würde, weil so ein bisschen angesprochen worden ist, regelmäßige Treffen und so, dann haben wir Slack gesehen als ein Beispiel. Mich würde ja sehr interessieren, wenn es darum geht, einen Rahmen aufzustellen, welches Medium sollte denn da überhaupt zum Einsatz kommen? Was ist denn überhaupt ein geeignetes Medium, ein geeigneter Rahmen, ja? Und da würde ich eigentlich auch ins Publikum fragen wollen. So unsere Teilnehmer, Teilnehmerinnen haben ja zu 50% zumindest schon gute Erfahrungen mit Communities of Practice, ja. Vielleicht noch mehr, je nach Definition. Mit welchen Medien für so eine Community of Practice haben Sie denn gute Erfahrungen? Ja? Wir können eine Umfrage dazu schalten. Wir haben dazu was vorbereitet mit sehr unterschiedlichen Vorschlägen. Vielen Dank an den Technik-Support. Das ist jetzt wirklich nur mein Vorschlag. Ja? Welche Medien würden denn Sie für eine Community of Practice nutzen? Als geeignet betrachten? Bitte wirklich um zahlreiche Beteiligung. Ja? Also was sind denn da die... Es gibt viel anderes, ja. Also bitte im Chat ausführen, wenn Sie etwas anderes ankreuzen, dann bitte einfach chatten. Was ist denn das andere? Wir haben nur einfach mal Vorschläge aufgespielt, ja. Und ich sehe, dass schon fast 60% da mitgevotet haben. Wir haben nämlich vorgeschlagen, eben Twitter, Facebook, regelmäßige Zoom-Meetings oder etwas anderes. Etwas anderes hat 45% der Antworten. Bitte, liebe Kollegen, Kolleginnen, die da mitvoten und etwas anderes ankreuzen, sagen Sie uns bitte im Chat was. Super, da kommt schon eine erste Antwort im Chat. Wir haben jetzt 78% Beteiligung. Geht da noch was? Mag noch jemand mitvoten, bitte, bevor wir das freischalten? Ja, ach, super. Jetzt haben wir schon eine sehr, sehr hohe Beteiligung. Ich glaube, jetzt können wir wirklich das Ergebnis freischalten, sodass es auch alle sehen können, bitte. Aha, interessant. Also da haben wir jetzt einmal 92%, die sagen, regelmäßige Zoom-Meetings oder halt Videokonferenzen sind schon gut. Dann gibt es ein Drittel, das sagt Facebook, Twitter in dem Fall jetzt so nicht. Etwas anderes bitte im Chat ausführen. Und da haben wir jetzt die Vorschläge. Internet-Chat im Intranet, ja, wenn man so eins hat, super. Signalgruppe, Jotribe, ja, okay, genau. WonderMe heißen die jetzt, ja. Dann gibt es gute Erfahrungen mit einer WhatsApp-Gruppe für Organisationsfragen. Nicht so gute Erfahrungen mit einer Wissensmanagement-Plattform. Trello als Vorschlag, Padlet als Vorschlag.
Ah ja, und Blended-Varianten, gell, dass man sie doch gelegentlich sieht, gelegentlich auch trifft, jetzt nicht nur online arbeitet, ja. Ja, spannend. Darf ich das zurückspielen an euch am Podium? Was ist da so euer Eindruck dazu und was würdet ihr so dazu sagen? Und das wäre schön, wenn ihr da wirklich alle, weil ihr habt ja alle Erfahrungen und Meinungen und Bild dazu, wenn ihr euch da alle zu Wort melden könnt, bitte. Ich weiß nicht, wer starten mag. Den Start übernehmen. Ja, bitte, Dominik. Ich finde, was mir wichtig wäre, ist, dass man es ein bisschen systematisiert. Also ich glaube, was ein bisschen fehlt, ist, ich glaube, es gibt mindestens mal zwei Dinge, zwei Arten von Tools, die man braucht. Das eine ist, wo es wirklich stattfindet. Und das andere ist, wo man es quasi verwaltet oder wo auch vielleicht neue Leute überhaupt dazustoßen können. Ich glaube, da muss man sich auch was überlegen. Und dann würde ich zum Beispiel Meetup oder sowas auch noch hier auf jeden Fall hinzufügen, wenn es auch vor allem um physische Treffen geht. Meetup. Ja, zum Beispiel, ja. Oder ähnliche Plattformen, ja. Ja. Aber, und auch bei den Dingen, die genannt wurden, muss man halt auch unterscheiden, was ist synchron, was ist asynchron. Ich glaube, das ist einfach Ja. eine ganz andere Welt. Man braucht wahrscheinlich irgendwie beides Ja. für eine gute Gruppe. Ja. Und ja, also was ich zum Beispiel auch verwende, ist Tribe für quasi interne soziale Netzwerke. Das funktioniert sehr gut. Und ja, sonst, also was Live betrifft, also YoTribe bin ich auch ein großer Fan davon, bin da auch schon von Anfang an dabei. Aber ja, generell würde ich hier einfach alles Mögliche, was an synchroner digitaler Aktivität machbar ist, da gibt es ja tausende Tools, also da würde ich Ja. jetzt kein spezifisches Ja, nennen eigentlich. Ne? ja. Ja. Aber dein Plädoyer schon, das eine ist, dass man so für die Treffen verwendet und auf der anderen Seite das, was man Genau, so ein ja. bisschen für Verwaltung, ja. Wenn man das Also ich jetzt nicht glaube, ganz offen ja. lässt, dann verwaltet man es irgendwie und dann braucht es dafür was Eigenes, meinst du, ja? Ich glaube, man muss verstehen, dass nicht ein Tool für alles hier das spielen kann. Also man braucht verschiedene, also es gibt verschiedene Aufgaben, verschiedene Tools erfüllen die ziemlich gut. Das heißt, es geht eher um den Mix, was verwende ich wie, und dann lassen sich andere Dinge, wie zum Beispiel auch physische Treffen, wahrscheinlich recht einfach implementieren noch. Ja. Also die Slack-Gruppe vorhin, da hat man ja gesehen, so ähnlich wie bei Facebook, dieser Instant-Charakter hat schon natürlich auch was Tolles, gell, wenn es so schnell geht, ja auch, gell. Genau. Ja, darf ich euch noch bitten? Also ich bin sicher, Karl-Heinz, dir liegt ganz viel auf der Zunge, dir vielleicht auch, Gabi. Wer mag? Gabi, Ja, bitte. ich seh das, ja, also, wie soll ich sagen, ganz bunt irgendwie. Also es ist für jeden Bedarf, gibt es ein anderes Tool und es passt alles irgendwie zusammen. Für mich ist es auf alle Fälle wichtig, dass es sowas wie Blended-Varianten gibt da und dass man sich auch mal physisch irgendwo treffen kann, speziell wenn es wieder kleinere Gruppen sind, die wirklich miteinander etwas ausprobieren wollen. Und ich würde das gar nicht einschränken. Und es gibt ja so viele Geschmäcker, jeder arbeitet die da mit irgendeinem anderen Tool. Und ich denke, ab einem gewissen Zeitraum können sich die Teilnehmer vielleicht auch selbst entscheiden, mit was sie lieber arbeiten. Also ich würde das gar nicht einschränken. Ja, also für mich ist die Frage, ich würde die Frage nicht so stellen, weil Communities haben nichts mit irgendwelchen Tools zu tun. Communities leben von der Kommunikation zwischen Menschen. Und welchen Kommunikationskanal die jeweils wählen, das hat halt damit zu tun, wie einfach ist es, mit anderen zu reden. Wenn die alle im gleichen Haus sind, dann ist es besser, die treffen sich regelmäßig irgendwo in einem Besprechungszimmer. Sind die weltweit unterwegs, werden sie über irgendwelche Tools sprechen, die sie sowieso nutzen. Und wir sagen im Corporate Learning ja, Lernen soll Arbeiten sein und Arbeiten soll Lernen sein. Das heißt, wir werden auch fürs Lernen nur die Tools nutzen, die fürs Arbeiten ohnehin bereitgestellt werden. Und insofern ist die Toolfrage völlig unwichtig. Also ich würde die niemals in den Vordergrund stellen, würde immer sagen, hey, ihr werdet schon wissen, wie ihr euch miteinander sinnvoll unterhaltet, welche Tools ihr jeweils verwendet. Und wenn ich mein persönliches Lernnetzwerk aufbaue, ja, dann muss ich ein bisschen schauen, wo sind die für mich interessanten Leute unterwegs und muss mich da einklinken. Also das heißt, es geht nicht um die Werkzeuge, es geht um die Gruppe, um das Tun und also nach dem Motto, man nimmt das, was da ist und einfach diesen Zweck gut erfüllt, gell? Genau. Gut.
Etwas möchte ich noch aufgreifen, was du vorher gesagt hast, Karl-Heinz, und zwar hast du gesagt, wo es so ging, so um dieses Initiator-Sein, also dieses Ankicken. Ja? Du hast gesagt, es gibt ja dann, also bei euch so Leute, die dann so in Art wie Multiplikatoren, ist wieder das falsche Wort, aber die dann wieder ihr eigenes Netzwerk ankicken. Ja? Und du hast dabei so erwähnt, die Frage, die man sich stellen kann, bin ich überhaupt der Richtige, sowas zu tun? Oder frage jemanden, würdest du das machen? Ja? Wann ist man denn der Richtige, das zu tun? Also woran merke ich, ob ich der Richtige bin, sowas zu tun? Oder wann würdest du lieber wen anderen fragen? Also was sind denn da so die, woran denkst du dabei? Und auch da eine Frage an euch alle auch, Gabi und Dominik. Also gibt es da eine Eignung dafür oder so? Oder eine Neigung? Wann? Ja. Also wenn ich jetzt mal als Bildungsmann denke, dann würde ich mich immer fragen, sollte es nicht lieber ein anderer machen? Ja, also gibt es nicht jemanden, der da viel geeigneter ist als ich, weil er im Thema besser drin ist, weil er auch wissig in der Kommunikation mit Menschen ganz gut ist und so. Ne? Also da würde ich eher erst mal gucken, wo gibt es denn andere, die das noch besser machen könnten als ich. Gibt es aber keinen, dann würde ich sagen, naja, ich kann es ja mal anfangen in der Hoffnung, ich kann es irgendwann jemandem übergeben, wenn es läuft. Ja. So würde ich da rangehen. Aber wer jetzt der Richtige ist, ich glaube, das hat man im Gefühl, das kann man so kaum richtig beschreiben. Mhm. Ne? Also gut wäre es, wenn er Experte ist und wenn er kommunizieren kann. Wenn er Ja. Also kommunizieren können, das kann ich mir gut vorstellen, wäre wirklich wichtig. Genau. Gabi, bitte, du wolltest was sagen dazu. Ich denke, die Richtige bin ich dann, wenn das Anliegen auch an mich herangetragen wird, da etwas in diese Richtung zu organisieren. Ja. Und dann nehme ich das als ersten Schritt einmal gerne an und dann gibt es womöglich Expertinnen, die man sich dazu holt auch. Wenn ich selber das nicht abdecken kann, aber so als Initiatorin würde ich das dann schon einmal in die Hand nehmen, wenn jemand auf mich zukommt. Das ist ein guter Gedanke. Der Richtige oder die Richtige bin ich dann, wenn andere das glauben und mich drauf anreden. Ja, genau. Sofern sie einmal diesen Bedarf artikulieren. Genau. Ja. Ich sehe dich nicken, Dominik. Magst du was dazu sagen auch? Ja, gerne. Also ich bin mir sicher, ob ich dazu stimme mit dem Expertenstatus, ob man den braucht. Also es geht ja dann letztendlich gerade darum, wie wir vorgesagt haben, auf Augenhöhe dann auch wieder reden zu können. Und da ist der Expertenstatus dann sehr hinderlich. Also ich glaube nicht, dass man das braucht. Ich glaube eben sogar, dass es hinderlich sein kann, sondern es braucht eigentlich nur irgendwie halt die Ressourcen, dass dieses Ding, was da entstehen soll, irgendwie zu strukturieren, glaube ich, und da mal einen Start zu machen. Also, ja. Aber was wir halt haben, das ist schon schwierig, glaube ich. Also, es sind halt, nachdem es um ein Netzwerk geht, haben wir auch so Netzwerkeffekte drin. Und es wird halt immer leichter, je mehr Leute man schon hat. Das bedeutet, dass wir es am Anfang recht schwierig eigentlich, da mal eine kritische Masse hinzubekommen. Weil so, wenn man diese pauschale Regeln anwendet, die du vorher erwähnt hast, Birgit, wenn wir sagen, 30% oder so sind aktiv, dann sind, wenn ich am Anfang bin, sind 30% halt in absoluten Zahlen sehr, sehr, sehr wenig. Und über diese Hürde muss ich mal irgendwie rüberkommen, glaube ich. Also da muss man sich was einfallen lassen, glaube ich. Ja. Finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, Dominik, denn 30% ist noch geschönt. Tatsächlich sind es immer sehr viel weniger. Also ich glaube, die 90-9-1-Regel, die gilt schon, dass nur 1% der Leute die sind, die etwas aktiv in die Hand nehmen, also in so einer Community aktiven Beitrag schreiben oder so. Und so wird es in der gesamten Gesellschaft sein, glaube ich. Und deshalb, man braucht immer wenigstens 100 Leute, damit einer schreibt, ne, in so einer Community. Das heißt, Communities mit 20 Leuten, ja, die müssen sich schon gut kennen, aber da ist immer noch ein bisschen schwieriger, als wenn es wirklich viele sind. Dann gibt es etliche, die da. Da gibt es ja ein paar professionelle Organisationen, die sich über die Lebensdauer von Communities und die Entwicklung von Communities gut auskennen. Ich habe mal einen Beitrag gehört von Motor Talk, das ist Europas größte Community zu allen Themen von Auto bis Motorrad. Und die haben mal tatsächlich untersucht, woran kann man eigentlich erkennen, dass eine Community
am Ende ihrer Lebensdauer ist. Und die haben dann so gesagt, man kann sehen, wie lange es dauert, bis irgendwas beantwortet wird. Man kann am Ton der Antworten sehen, dass da so ein paar Leute sind, die da vielleicht schon zu lange dabei sind, dass sie ein bisschen verschnupft reagieren. Also guck erstmal, nutze erstmal die Suche oder so ähnlich. Und sie haben dann Strategien entwickelt, wie sie praktisch diese Leute dann rausnehmen und sie bitten, eine neue Community anzufangen, damit alles wieder auf Null gesetzt wird und wieder völlig von vorne anfängt. Also will sagen, das sind dann, wenn der Community lange lebt, ganz normale, wieder intern sich aufbauende Hierarchien, ne? Dass einige da anders werden. Und dann muss man eingreifen, dann muss man irgendwas tun, um die Community wieder am Leben zu halten. Denn das schreckt jeden Neuen wieder ab. Und damit ist auch dieses Freiwilligkeit und gleiche Augenhöhe und so alles wieder weg. Menschen sind nun mal so. Aber das ist was, wo man schon nicht hingucken muss. Ja, wunderbare Beispiele, ja. Ja. Ich wollte gerade eigentlich die umgekehrte Frage stellen und sagen, woran erkennt man denn, dass so eine Community gut läuft oder funktioniert? Was sind denn da überhaupt Kriterien? Also merkt man das überhaupt sozusagen von außen oder als Moderatorin oder Initiator oder merken das nur die Mitglieder? Was würdet ihr sagen? Also die offiziellen Community Manager in den großen Unternehmen, die werden an zwei Faktoren gemessen. Einerseits, wie intensiv, wie aktiv sind die Community-Mitglieder? Also wie schaffen sie es, sie anzuregen, zu bestimmten Themen sich auch wirklich zu äußern? Und zweitens, wie stark wächst die Community? Und das sind die beiden Messgrößen für Community-Manager. Und wenn wir uns daran orientieren, dann können wir sagen, okay, was tun wir dafür, dass der Traffic in der Community groß bleibt, dass es interessant bleibt, dass Leute, und wie kriegen wir neue Leute dazu? Aber würdest du dem zustimmen? Ja, eigentlich schon. Okay. Dann würde ich da gerne was anwerfen. Ja, bitte, Dominik. Und zwar eine Erfahrung, die ich gemacht habe in verschiedenen Settings, aber zum Beispiel auch bei Toastmasters, die ich vorher erwähnt habe, was man unbedingt aufpassen muss. Also wenn ich auf diese KPIs schaue, Aktivität und Wachstum, dann wäre die Toastmaster-Clubs, die ich in Erinnerung habe, wäre das super erfüllt gewesen. Ja. Aber was man, glaube ich, aufpassen muss, ist, dass man das wahre Ziel der Community nicht verfehlt. Also es kann eine gewisse Tendenz geben, dass die Community als Selbstzweck existiert. Und ich meine, Aktivität und Wachstum, das geht schon fast, also sind schon eigentlich wirklich Indikatoren auf Community-Ebene, was jetzt vielleicht etwas auf das Lernergebnis des Einzelnen irgendwie rückschließen lässt, aber vielleicht eben auch nicht. Also letztendlich muss man das, glaube ich, schon auf die individuelle Ebene irgendwann mal runterholen und sagen, okay, wenn es mir ums Lernen jetzt geht zum Beispiel, bringt es noch eigentlich was? Bin ich hier richtiges Mitglied? Hilft mir die Community dabei, wirklich zu lernen? Also was du ansprichst, ist, glaube ich, was ein wesentliches Gesetz eigentlich, dass Indikatoren, sobald ich Indikatoren habe und ich versuche an den Indikatoren was zu messen, ist die Gefahr, dass die Indikatoren eigentlich die Ziele übernehmen und dass es dann um die Indikatoren geht und nicht mehr so um die Ziele selber. Gell? Also das ist ganz, glaube ich, ganz, ganz wesentlich auch. Mhm. Genau. Vielleicht, weil es mir noch gerade einfällt, Entschuldigung, Gabi, weil ich Toastmasters erwähnt habe, Toastmasters misst die Gesundheit eines Clubs dadurch, wie viel, es gibt auch so formale Lernstufen, durch die man als einzelnes Mitglied durchgeht, und wie viele von diesen Lernergebnissen quasi abgeschlossen werden von den Clubmitgliedern. Also sie messen es auf der individuellen Ebene. Das fällt mir jetzt nur so spontan ein, weil eigentlich ist das gar nicht so ein schlechter Indikator wahrscheinlich. Okay, danke schön. Jetzt, Gabi, bevor ich dich bitte, möchte ich nur noch auf eine Frage im Chat zurückkommen, die ich vielleicht ein bisschen zu spät gesehen habe und ich jetzt nicht beantworten kann. Da war die Frage von Anna an alle, welche Studie war das? Und ich weiß jetzt aber nicht, von welcher Studie haben wir da gerade gesprochen gehabt. Habt ihr das auch nicht mehr präsent? Sonst ich würde glaub, ich Anna bitten. Motor Talk, genau. Motor Talk, genau, super, danke. Ja. Ob die Studie veröffentlicht hat, weiß ich nicht, aber man kann unter Motor Talk mal gucken. Die haben einen Blog und die haben das bestimmt beschrieben. Ich glaube, ich habe es irgendwann mal auch auf meinem Blog beschrieben, auf meinem cola.de Blog. Okay,
Okay, den sollten wir auch noch posten, deinen kolern.de-Blog. Genau, Ja, das kommt sicher gleich. dann Genau, noch mal passt. gucken. Ja. Passt. Und Gabi, du wolltest was sagen, sorry. Ja, zu den Kriterien. Also Wachstum wäre für mich zum Beispiel überhaupt kein Kriterium in dem Zusammenhang, dass es vielleicht eine gewisse Größe braucht, damit eben das System eine Stabilität hat, denke ich schon, dass es ausgeglichen ist. Aber das ist nicht unbedingt mit Wachstum für mich jetzt gleichzusetzen. Also ein Kriterium wäre für mich einfach viel mehr die Aktivität, die in diesem Netzwerk herrscht, ein Kriterium, die Aktivität, der Austausch untereinander. Und ja, wenn jemand eben nicht mehr in das Netzwerk passt, dann wird er sich ja, entweder zurückziehen oder eben, wie Karl-Heinz vorhin gesagt hat, dann ist vielleicht die Kommunikation nicht mehr ganz so freundlich und dann ja, muss man in diese Richtung vielleicht gehen. Aber das wäre eher für mich dieses Kriterium, der Umgang miteinander, der Austausch, die Lernziele, wie der Ja. Dominika vorhin gesagt hat, also dass man die einfach auch im Ziel hat, die Projektziele, Lernziele, wie immer. Ja, mir fällt da gerade noch ein ganz anderes Beispiel ein, wo es gar nicht auf Größe ankommt. Gucken wir uns mal die Working Out Loud Zirkel an oder die LernOS-Zirkel. Die sind ja ganz bewusst begrenzt auf eine kleine Teilnehmerzahl, aber eigentlich ist es eine Community, die sich regelmäßig trifft, ist eher eine Community of Practice, weil die sagen, wir treffen uns 12 Mal. Bei LernOS sind es 13 Mal und dann ist unser Thema eigentlich zu Ende. Dann habe ich hoffentlich mein Ziel erreicht. Und Grund bei denen ist ja, dass sich jeder sein persönliches Ziel setzt und durch dieses regelmäßige mit anderen drüber reden, will man in der nächsten Woche nicht schon wieder sagen, ich habe schon wieder nichts gemacht. Ne? Also eigentlich ist es so ein bisschen dieser soziale Druck, den man da aufbaut und gleichzeitig bestärkt man sich so ein bisschen gegenseitig, indem man auch eigene Ideen mit einbringt. Wenn der andere berichtet, da und da hat er Schwierigkeiten, guck mal, du könntest ja da und da mal gucken oder ich könnte da mal einen Kontakt herstellen oder irgend sowas. Fast immer geht sowas irgendwie. Und das sind ganz kleine Communities, die aber sehr wirksam sind. Also Größe ist gar kein wirklich wichtiges Thema. Ja. Und wie viel davon es gibt, ihr seht, alle großen Unternehmen sind in der Zwischenzeit Working Out Loud infiziert. Und jetzt läuft die nächste große Welle mit LernOS ja an. Und LernOS ist noch faszinierender aus meiner Sicht, weil es noch mehr Business-Bezug hat. Ne? Okay, ich muss so ein bisschen auf die Uhr schauen und ich sehe, es ist schon 16:50 Uhr. Ich würde vorher noch, bevor wir so in die Schlussrunde gehen, müssen wir eh schon ein bisschen Tempo machen, würde ich noch so eine Frage stellen. Vielleicht nämlich, um Erwartungen der Teilnehmer, Teilnehmerinnen auch noch zu erfüllen. Wenn jetzt ihr jetzt bestehende Communities nennen könnt, denen man als Erwachsenenbildnerin beitreten könnte, die ihr empfehlen würdet für Erwachsenenbildnerinnen auf der Suche nach Austausch, fallen euch da welche ein? Und das ist jetzt nicht nur eine Frage an euch hier am Podium, sondern es ist eine Frage an alle Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Bitte einfach im Chat posten. Ja? Also falls ihr sagt, ich habe da gibt es eine gute Community, der kann ich da und da beitreten, da gibt es jetzt einen Link, bitte schaut euch das mal an, postet es doch einfach im Chat. Ich glaube, das wäre jetzt für uns alle gut oder für alle, die zuschauen. Ja, ich sehe da auch schon, da gibt es Interesse, man kennt aber vielleicht gar keine, gell? Ja. Aber wenn doch, bitte einfach im Chat posten, damit man das Wissen, das jetzt da hier in unserer Runde versammelt ist, dazu wenigstens einfach auch konsolidiert bei uns im Chat noch festgehalten ist. Ja. Das würde man dann einfach. Wenn sich ein bisschen was sammelt da, dann würden wir das einfach noch auch mit unserem Beitrag, den wir dann bringen, mit der Verfilmung, würden wir das dann einfach auch noch dort platzieren, dass sie auf erwachsenenbildung.at/digiprof das dann wieder zu finden ist, lieber Karl-Heinz, bitte. Was liegt dir auf der Ja, Zunge? mir liegt so auf der Zunge, dass wir eigentlich uns an die eigene Nase fassen müssten und sagen, wir sind die Erwachsenenbilder, wir sind eigentlich dieses 1%, was es in die Hand nimmt. Das heißt, wenn wir Communities haben wollen, wir müssen es selber in die Hand nehmen, sowas zu gründen für uns selbst und damit die Initiative auch für die eigene Entwicklung setzen. Ne? Also jeder eigentlich, der sich sowas wünscht, jede, die sich sowas wünscht, ist sozusagen einfach aufgerufen, wenn ich dich richtig verstehe, zumindest so sein kleines Netzwerk, so wie du, Dominik, das beschrieben hast mit seinen 8 Leuten, ja, oder so, was auch immer. Wenn nicht, was deutlich Größeres auch zu initiieren. Ja. Ja,
Ja, das ist ja dann noch die Frage, wie, ob das was Temporäres ist oder eben was Längerfristiges. Ich sehe da ein Message understood. Dankeschön. Ja, genau. Ja, super. Gut, dann würde ich wirklich so mit Blick auf die Uhr euch noch einmal um ein Statement bitten. Jetzt haben wir ja doch eine ganze Weile diskutiert. Das hat sich vielleicht für den einen oder die andere von euch auch im Laufe dieser Diskussion irgendwas präzisiert oder verändert oder relativiert oder einfach getan. Ja. Was würdet ihr gern so jetzt noch mal am Ende unserer Diskussion zusammenfassend sozusagen als Wrap-up für diese Diskussion? Was ist für euch das Fazit, ja, so aus dieser Diskussion, die wir jetzt geführt haben, dass ihr jetzt noch einmal so auch zusammenfassen möchtet? Ja, ich kann gerne anfangen. Bitte. Also ich habe ja vorhin gesagt, für mich ist Lernen in Netzwerken das große Zukunftsthema. Und wenn wir irgendwie gestaltend da mitmachen wollen, dann müssen wir selber, wir Learning Professionals müssen dann selber absolute Netzwerkprofis sein. Das heißt, es wird höchste Zeit, dass wir uns selber in Netzwerken gut bewegen, um genau zu wissen, was macht's mit mir, wie funktionieren Netzwerke, worauf kommt es an, um andere glaubwürdig überzeugen zu können, Netzwerk ist für dich ganz wichtig. Ja, danke schön. Da möchte Danke ich mich für was, anschließen. bitte. Da möchte ich gleich anschließen. Für mich ist auch dieser Gedanke der Serviceleistung jetzt wieder mehr ins Bewusstsein gekommen, also Serviceleistung als Bildungseinrichtung, das anzubieten. Und ich denke, dass man als Erwachsenenbildner viel mehr hinschauen müssen, auf die Teilnehmerinnen hinhören, auf ihre Bedürfnisse und das einfach aufnehmen. Ja, das ist mein Fazit. Und tun. Einfach tun, gell? Offene Angebote machen und selber tun als Erwachsenenbildner, Erwachsenenbildnerin. Ja, genau. Dominik, bitte, dein Fazit. Ja, also wir haben jetzt ja sehr über diesen informellen Teil des Lernens gesprochen und das ist auch sehr wichtig. Und ich glaube, was man überlegen könnte, ist eben, wie man das integriert mit den eben doch sehr formalen Aspekten von Bildung und Erwachsenenbildung. Also dass das quasi nicht so sehr zwei Dinge sind, sondern dass das einfach wirklich sich ergänzende Felder sind. Und ich glaube, da liegt sehr viel Potenzial drin, ja. Dass die Erwachsenenbildung diesen Kulturwandel auch irgendwie schafft, der damit eigentlich verbunden ist, ja, der damit eigentlich angesprochen ist. Nicht? Ja, spannend. Ja, ich danke euch sehr, sehr herzlich für eure Zeit und eure wertvollen Beiträge. Ja, also euch und allen, die jetzt an diesem sonnigen Freitagnachmittag auch das Interesse und Zeit aufgebracht haben, mitzudiskutieren. Mir bleiben jetzt gegen Ende unserer Veranstaltung noch ein paar organisatorische Dinge zu sagen, die auch wichtig sind. Und zwar können Sie ja für das Mitwirken, dabei sein und mitwirken an dieser Veranstaltung eine Teilnahmebestätigung bekommen. Wenn Sie eine Teilnahmebestätigung brauchen, bitte klicken Sie auf den Link, der jetzt gleich eingeblendet wird von unserem Technik-Support und beantworten Sie dort einfach die Frage nach Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse. Dann werden Sie die Teilnahmebestätigung in den nächsten Tagen auch bekommen. Sollte es irgendwelche Unklarheiten oder Rückfragen zu dem Talk geben, dann schreiben Sie uns doch bitte ein E-Mail an webtalk@erwachsenenbildung.at. Ich bitte da auch danke vielmals um die Adresse im Chat. Und eine letzte Bitte, die uns auch ganz wichtig ist. Wir freuen uns natürlich auch immer über Rückmeldungen und versuchen uns auch in unserer Gestaltung dieser Talks an den Feedbacks zu orientieren und auch daran, was Sie sich vielleicht wünschen an Themen für weitere ähnliche Veranstaltungen. Daher bitten wir Sie auch, einen Feedbackbogen, einen kurzen auszufüllen, auch unter diesem Link, der da gerade eingeblendet worden ist. Ja, gegen Ende jetzt, da darf ich Sie noch aufmerksam machen, dass wir
Digi-News herausgeben. Also wir kuratieren ja Inhalt und bringen ständig laufende Medienberichte, neue Tools, Werkzeuge, Veranstaltungskalender, Informationen über Digitales in der Erwachsenenbildung, digitale Professionalisierung in der Erwachsenenbildung, und einmal im Quartal in etwa bündeln wir das alles zu einem Newsletter, unseren Digi-News, und wenn Sie die abonnieren wollen, dann freuen wir uns, wenn Sie das auch tun, unter dem Link, der da gerade eingeblendet worden ist. Ich glaube, der Kulturwandel, von dem wir heute gesprochen haben, der wird für uns alle uns noch lang beschäftigen, hoffentlich auch schnell beschäftigen. Ich glaube, diese Öffnung, die notwendige Öffnung, werden wir, glaube ich, bei vielen Gelegenheiten in nächster Zeit auch noch wahrnehmen. Ich freue mich drauf, ja, und sage noch einmal ein ganz, ganz herzliches Danke an alle, die dabei waren, und für heute noch einen schönen Spätnachmittag und Abend und dann ein schönes Wochenende. Thank you.